yourself them. Yo, schönen guten Tag meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und dieses Video hier ist die Antwort auf die Nominierung von Patrick von Always Overdressed. Wenn ihr nicht wisst, worum es geht, der gute Patrick hat ein Video gemacht, wo er seine drei Favorite Tracks 2016 vorgestellt hat und hat am Ende drei YouTuber nominiert und ich war einer von denen. Und jetzt haben wir die glorreiche Aufgabe, auch so ein Video wie er zu machen und am Ende des Videos nominiere ich auch nochmal drei Leute und ja, Patrick, hi, danke nochmal für deine Nominierung, freut mich. Also geht's heute in dem Video, wie ich gerade schon gesagt habe, um meine drei Favorite Tracks 2016 und ja, ich würde mal sagen, fangen wir mit dem ersten Track an. So, der erste Track ist von El Guni und zwar ist das Heilig. Ich glaube, wir sind heilig. Der gute Halfcast Romeo, schöne Grüße an dich, Dicker, hat mich auf den Track aufmerksam gemacht, weil ich kannte El Guni davor nur vom Hören, also nicht vom Musikhören, sondern nur so vom Hörensagen. Er meinte einfach, ey, hör mal rein und ich schwöre euch, das ist so ein krankes Lied in Verbindung mit dem Video. Ich bin gestorben. Ich dachte nur, was ist das? Was macht der da? Das ist so heftig. Also das Lied transportiert Emotionen, Wut, Trauer, Liebe und Verzweiflung so gut mit dem Video in Kombination. Und ich glaube, jeder Boy oder auch jedes Girl, die eine geliebte Person verloren hat, wird richtig mitfühlen dabei und ja. Auf jeden Fall ist das persönlich das krasseste Lied, was mir am meisten Emotionen sozusagen rausgelockt hat. Und ja, ich würde mal sagen, hört mal selber rein. Ich fliege in einer Viper, nie defensiv, Mann, ich greif an. Trag so viel Schmuck wie ein Kaiser, trag so viel Schmuck wie ein Kaiser. Ich bin Movistar, ihr fallt aus den Wolken so wie Lucifer. Ihr seid alle gleich, ich bin ein Unikat. Und sogar maximal, ich wechsle so real. Yeah, ich übertreibe. So, damit hätten wir diese sentimentale Ebene abgehakt und kommen wir jetzt zur genau gegenteiligen Ebene und zwar ein Track von Shin. Aha, ja, das war uns klar, dass du einen Track von Shin nimmst. Du bist doch ein scheiß Fanboy. Nachmacher. Okay, dankeschön. Auf jeden Fall handelt es sich dabei um Hallelujah von seinem neuen Album Dreams und ohne Witz, ich finde den Vibe und die Aussage. Klar, er sagt nur aus, dass er irgendwelche Bitches backpackt, aber ich finde einfach, wie er es rüberbringt, so gut und es ist einfach so ein entspanntes Lied, was man so beim Autofahren um 3 Uhr morgens gerne mal hören kann. Aber auf jeden Fall ist das... Hallo? Keine Ahnung, warum du mich Daddy rufst. Bitch, ich bin jünger als du. Hört mal selber rein. Ey, Shady Babies be Hallelujah. Bring ein paar Chicks und wir drehen Clips in meiner Suite. Hallelujah. Baby ist ein Freak. Hallelujah. Dirty Talk aus ihrem Mund ist Poesie. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Ich glaub, ich muss dich einfliegen. Allein das Ticket kostet 2 Riesen. Baby, das sind Peanuts. Okay, jetzt sind wir von der sentimentalen Ebene über eine etwas, ja, Fuckboy-mäßigere Ebene. Und jetzt kommen wir eher zur Style-Ebene. Und zwar hätten wir einmal auf Platz 1 einen Track, der aus einem Album stammt, das sehr umstritten ist. Ich könnte jetzt auch irgendwie eine Genetik-Fanboy-Voice machen von wegen, ja, wir wollen doch unbedingt Fötus und wir wollen unbedingt Voodoo-Zirkus zurück. Kriegt er aber nicht, weil Fuck-Genetik viel geiler ist. Junge, das sind Statements. Nee, ich finde aber Fuck Genetik ist echt ein krasses Album geworden und echt mein Lieblingsalbum von den Boys. Und welcher Track da für mich persönlich am meisten rausgestochen hat, ist auf jeden Fall Jordan Belfort. Dieser Style im Video, wo die den Ferrari kaputt machen oder einfach auch wieder was gesagt wird in dem Track oder auch dieses Geflexe auf dem Beat, was Caruso wirklich extrem gut kann. Ich finde den Track einfach unmenschlich und habe den schon, glaube ich, so oft gehört. Bin echt richtig krass auf den Track auch hängen geblieben und ich pumpe das Album auch immer noch. Und ich würde mal sagen, hört mal den Track rein, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Kappa zum Gamma, fackel die Yacht ab und lauf übers Wasser wie Nazareth's Hustler. Fress nur noch Homer und Kaviar und wenn es nicht klappt, dann pack ich wieder Drugs ab. Zerstöre mich selbst, zerstöre die Welt, weil ich die Verbindung gekappt hab. Ihr seid fucked up, nur copy und paste. Ich bin kein Bäcker, doch ich mache Cake. Gamma zum Kappa, da macht die Kalasch, wo mein Cousin Jaja. Tief aus dem Süden gekommen wie die Baller. Oh mein Gott, ihr sollt bei Musical.ly anfangen. Okay. So, das waren auf jeden Fall meine drei Favorite Tracks 2016. War jetzt nur Deutschrap, weil wie gesagt, ich höre ja kaum Ami-Rap und wenn, höre ich nur alte Sachen von A$AP Rocky. A$AP Jiggy Shit. Schaut mal gerne bei Patrick bei seinem Video vorbei. Der hat in seiner Beschreibung die Boys verlinkt, die er auch noch nominiert hat. Vielleicht haben die bis dahin auch schon das Video hochgeladen, wo die ihre Tracks vorstellen. Vielleicht haben die ein bisschen
ja, andere Geschmacksrichtung, beziehungsweise etwas vielseitiger. So, kommen wir zu dem Punkt, auf den alle gewartet haben, und zwar, wen nominiere ich für dieses Format? Zum einen meinen guten Freund Justin. War klar, dass du den nominierst. Willst du wieder einen Arsch kriechen, ihr beiden Shinny-Fanboys. Und diesen Freund von dem Justin, den Victor, mag ich auch nicht. Ihr seid alles Shinny-Nachmacher. Schönes Grüße auf jeden Fall an euch, Jungs. Und ich nominiere Justin dafür. Victor kann das eigentlich auch gerne über Snapchat machen. Also, ja, fühle dich aufgefordert, das auch zu tun. Meine zweite Nominierung wäre einmal Chris von Sorry Not Fame. Schöne Grüße auch an dich, Dicker. So, und meine dritte Nominierung widme ich einer Dame, über die schon das letzte Video von mir ging. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut in der Beschreibung gerne vorbei. Und zwar ist es einmal Edda. Edda, hi. Vielleicht siehst du dieses Video auch nochmal aus Zufall und machst bei diesem Format mit. Also, meine dreieinhalb Nominierungen wären einmal Justin, Chris, Edda und die halbe Nominierung einmal Victor. Macht was draus, Freunde. Ich freue mich auf eure Videos. Alle Kanäle sind natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Und an dem Punkt würde ich von mir aus sagen, folgt mir gerne bei Instagram und ja, gebt diesem Video gerne einen Daumen hoch, wenn euch dieses Format allgemein gefällt und wenn euch das Video getaugt hat. Und bis dahin sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.